Wieso sollen wir dich einstellen? Boah, das ist wirklich eine echt eine gute Frage. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen, mich für einen Bürojob zu bewerben? Eigentlich ist das ja gar nicht das, was ich will. Ja, also viel Erfolg dann noch mit den anderen Bewerbern. Weil ich zu 99,9% der kompetenteste Anwärter bin, der jemals auf dem Sessel gesessen ist. Weil da die Wände ein bisschen dunkel wirken und ich könnte da gerne mal drüber malen mit ein bisschen was Freundlicheren. Und ich glaube, das würde dem ganzen Unternehmen mal gut tun, da auch mal ein bisschen Energie reinzubringen. Naja, ich frage mal so, wer hat es nicht gerne, wenn man da früh in die Firma kommt und dort einen leckeren Kuchen und gute Kekse sieht und ich kann einfach diese Prise ziemlich jedem ins Gesicht zaubern? So halt? Weil ich die letzten 10 Jahre eurer Bilanzen durchgestöbert habe und wirklich alles und alle Zahlen da gesehen habe, analysiert habe und einfach draufgekommen bin, dass man den Preis von einem zweiten Produkt um 5,9% erhöhen könnte, was dann auf die Sicht, wo ich bei euch im Unternehmen bin, sicher 20,3% mehr Umsatz bringt. Und das ist natürlich eine coole Sache. Ruhig, mein Großer, du wirkst ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös. Bin ja nicht ich. Bin da ja ein ganz gechillter Typ und genieß einfach die Show. Lehn dich mal zurück, atme mal durch, ich gehe gleich auf die Frage ein und dann starten wir durch. Weil ich jetzt da bin. Boah, schon 11 Uhr. Es sind draußen noch immer 3 Leute. Es ist sicher super anstrengend für euch, da jetzt die ganzen Leute zuzuhören und da konzentriert zu bleiben, wenn ich für euch was tun kann. Und bitte gebt mal Bescheid. Ja, und warum ich der Richtige bin für euch, das hat einfach mit der Umgangsweise zu tun, so wie ihr mit den Leuten umgeht, die Vision von eurem Unternehmen ist wirklich drauf aus, anderen Menschen zu helfen und das finde ich super cool und ich glaube, dass das einfach Sinn macht, da zusammenzuarbeiten. Naja, weil das im Bewerbungsschreiben aufgelistet ist mit Unterpunkten und alles drum und dran, aber nur für den Fall, dass sie nicht lesen können. Ich bin vorbereitet und ich lese es ihnen gerne vor. Wie als Accountant muss ich mich mit Tabellen und Zahlen herumschlagen. Ich glaube, da habe ich was falsch verstanden. Ihr habt ja ein Bar, oder? Auf die Fotos habe ich noch gesehen, dass bei euch immer voll die geile Party ist und richtig umgeht und dass ich vielleicht dafür verantwortlich wäre, also, so würde ich das sehen. Aber Tabellen und Zahlen. Sorry. Naja, ganz einfach, weil ich die nächsten 3 Jahre die Ziele erstens einmal verzehnfach, die Resultate verzehnfach und die Größe der kompletten Firma verzehnfach. Und eigentlich bleibt ehrlich gesagt keine andere Wahl, weil im Notfall kaufe ich eure Firma mit der Firma, die sonst nach dem Gespräch gründet. Weil ich mich freuen würde? Die Frage ist etwas unglücklich formuliert und ich würde sie gern ein bisschen umformulieren. Warum nicht? Wenn es sich ergibt, wenn es das Universum so möchte, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ich aufgenommen werde. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht, dann ist es natürlich auch okay. Weil ich auch dann, wenn sonst keiner angreift, die Dinge mache, die keiner machen will, trotzdem meinen Mund halte und auch immer gern die Harmonie im Unternehmen habe.